Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der neunten Kunst. Habt ihr heute mal Bock auf ja, Folter, auf Gedärm, auf Blut und Gekrösel und habt vielleicht auch mal Lust, den Voyeuristen in euch rauskommen zu lassen und das Ganze in Comicform zu genießen? Tja, dann bleibt dran, denn der Titel heute ist wirklich brisant. Aber Achtung, FSK 18. Dann geht's los nach dem Intro und ich wünsche euch viel Spaß. Und um diesen Titel geht es heute, Red Room von Ed Piskor. Ja, erschienen beim Skinless Crow Verlag, der zweite Titel in dem neuen Verlag Skinless Crow. Und der hat mir auch freundlicherweise dieses Exemplar einfach mal so zukommen lassen, damit ich euch den hier präsentieren und zeigen kann. Vielen Dank einmal dafür an den Skinless Crow Verlag. Und wie ihr sehen könnt, Red Room geizt alleine schon auf dem Cover nicht mit Gedärm und mit Gekrösel und mit Blut. Das sollte für jeden wirklich ein Hinweis sein. Dieser Titel ist definitiv erst ab 18 Jahren freigegeben. Ich zeige euch einmal die Rückseite. Die sieht so aus. Wir haben hier ein kleines Hardcover, genauso groß wie Postal, den ersten Band, den ich euch auch schon mal vorgestellt habe, der hier vorne steht. Und dieser Band hier ist nicht auf 333 Stück limitiert wie Postal, sondern der hat eine Limitierung auf 666. Soll der erste von drei Bänden sein, wenn ich da jetzt mich richtig informiert habe. Und ist von Ed Piskor geschrieben und gezeichnet. Liegt bei einem Preis von 34,50 € und hat 160 Seiten. Wie gesagt, Hardcover, limitiert. Ja, wirkt sehr wertig wieder, auch wie Postal eben vom Dings her, von der Haptik. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Werk. Bekannt wird Ed Piskor den einen oder anderen wahrscheinlich sein für Hip-Hop Family Tree oder auch er hat auch schon im Marvel-Universum gewütet. Da hat er dieses X-Men Grand Design entworfen, was glaube ich so durch die gesamte X-Men-Geschichte nochmal durcherzählt. Habe ich gesehen, auf Englisch gibt es da verschiedene Bände und auch schon Omnibus von und hat auch quasi den Stil, den wir hier bei Red Room halt auch vorfinden. Red Room erzählt uns ja eine Geschichte über ja, Folter und Mord und Voyeurismus und ja, also schon eine ziemlich harte Geschichte. Es geht hier darum, wir haben hier verschiedene Charaktere, die Opfer, die Mörder, die Zuschauer sind und noch viel, viel mehr. Ich fange mal an. Das Ganze ist so, dass es hier in dieser Geschichte Red Rooms gibt. Das sind so webbasierte Räume, die im Darknet existieren, wo Leute draufgehen können. Also sie müssen ja, speziell irgendwie da auch teilweise irgendwie draufkommen, eingeladen werden und dann können sie sich richtig krasse Foltervideos reinziehen, wo Leute im Grunde genommen live gefoltert und teilweise auch getötet werden. Und da ist es eben so, dass die Leute, die sich das angucken, ähnlich wie ihr das mit Twitch und YouTube kennt, ne, kann man da halt eben auch spenden und da fließen dann halt eben Gelder rein, die hier in Bitcoin-Währung gezahlt werden. Und das ist richtig krass. Wir sehen hier in diesem Band wirklich richtig krasse Morde, richtig krass Gefoltere. Ich muss gleich mal kurz zeigen, was ich euch überhaupt daraus so zeigen kann, so peu à peu. Und man bekommt halt auch die Chatverläufe immer mit, wie die Leute darauf reagieren, ob sie es eklig finden, ob sie es anturnt, ob sie es total geil finden, voll lame finden oder so, ob sie da überhaupt Geld für ausgeben und so. Und es ist richtig, richtig krass. Nebenbei erfahren wir immer von Leuten, die versuchen, ja, quasi diese Macher dieser Red Rooms oder dieser Webvideos zu fangen, ne, die dann wiederum aber vielleicht auch von diesen Leuten selber irgendwie manipuliert werden. Also, das ist so ein Hin und Her. Wir erfahren von Menschen, wo wir dachten, sie sind Freund und Helfer und dabei haben sie aber eine, ja, eine Ader, quasi eine voyeuristische Ader, die nicht nur voyeuristisch bleibt, sondern so weit geht, dass man selber auch noch zum Täter wird und. Also dieser Comic hier ist
voll von Brutalität und viel, viel mehr. Und jetzt denkt man so, hey, warum stellst du den denn dann vor? Und ich muss sagen, obwohl ich den wirklich ultra krass finde, also es ist wahrscheinlich der krasseste, brutalste Comic, den ich hier in meiner Sammlung drin habe, vermute ich jetzt mal so vorsichtig, würde ich jetzt so mal sagen, ist es aber so, dass man merkt, dass immer so ein Unterton dahinter herrscht. Also ich habe sofort gemerkt, wie dieser Comic mir aufzeigen möchte, ja, das stimmt halt heutzutage mit den Menschen nicht mehr. Ne? Also heftige Sozialkritik, gerade was im Internet so passiert. Und ich habe es eben schon erwähnt mit Twitch oder auch mit YouTube. Auch dort ist es ja so, dass man Leuten manchmal Geld irgendwie in den, ja, also in diese Chats reingibt eben, dass man irgendwie spendet. Und bei dem einen oder anderen ist das ja bestimmt auch berechtigt. Aber manchmal, glaube ich, geben Leute auch einfach Geld für so Sachen aus, wo man das stark hinterfragen kann. Und gerade das hier ist so eine Sache, die ich sehr, sehr stark hinterfrage und einfach nur denke, boah, das ist schon krass, ne? Aber es soll einem nun mal aufzeigen, hey, das ist hier so, das kann es, also ich hoffe nicht, dass es solche Red Rooms und solche Sachen im Dark Web gibt. Aber ey, wer sagt nicht, dass es doch so sei, dass es so ist, ne? Und also, wenn das der Fall sein sollte, kranke Scheiße. Ich meine, es ist nun mal so Snuff-Filme, hat jeder von uns vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen oder irgendwie so Filme, die darauf hindeuten, wie 8mm mit Nicolas Cage. Und so in diese Richtung geht das Ganze halt eben. Ne? Also das gibt es ja leider schon wirklich sehr, sehr lange, dass man solche Brutalitätsfilmchen irgendwie macht. Aber ich finde es wirklich richtig krass. Also man merkt, der Comic polarisiert, also das will er aber auch so ein bisschen, ist aber nicht nur einfach wegen der Gewalt da, sondern hat im Hintergrund eben diese sozialkritische Ebene. Zum Beispiel wird hier auch eine Art von Landwirtschaft gezeigt, aber nicht mit Tieren. Ne? Die Landwirtschaft, die hier gezeigt wird, die ist mit Menschen. Und das ist auch schon wieder, wo ich denke so, wow, krass. Also es ist schon irgendwie heftig. Es soll uns dann aber den Spiegel wieder vorhalten, was wir wahrscheinlich dann eben auch mit den Tieren so machen. Ne? Dass da die Haltung halt eben auch nicht toll oder optimal ist. Also man merkt, in diesem Werk steckt mehr drin als nur reine Brutalität und Gewalt und Folter, sondern eben das ist diese Ebene, die dahinter ist. Ne? Das wird nicht für jedermann sein. Ist einfach so, alleine schon aufgrund dieser Zeichnung auch, ich zeige euch das mal, weil wir haben ja auch nicht wirklich viele Farben, das ist eher so eine schwarz-grau-Pastell-Kolorierung irgendwie, wo ich aber auch finde, sie passt. Also sie passt zum Stil, zu diesem Gefühl, was man die ganze Zeit eben in diesem Comic hier hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre das halt mit Blut noch versehen, dann wäre das, glaube ich, einfach viel zu krass. Also mit Blut, mit Rot, also mit roter Farbe, dann wäre das einfach zu krass. Na, also das, vom Stil her hat mir das sehr gut gefallen, die Zeichnungen auch. Ist halt Geschmackssache. Aber ich zeige euch jetzt einmal so einen Chatverlauf. Ne? Also hier sehen wir jetzt diese Folterung. Und sehen zum Beispiel, dass da halt geschnitzt und geschnetzelt wird. Und hier haben wir dann die Chatverläufe und man sieht die Bitcoin-Stände, die da reinfließen. Und von solchen Seiten haben wir recht viel hier drin, die halt uns einfach aufzeigen sollen, wie es eben da in diesem Dark Web so abgeht. Ne? Und wir haben das dann zum Beispiel so bei dieser Organisation, die diese Videos hier macht, die haben halt Künstler. Die haben so abgefahrene Namen. Und das sind dann die diese anderen Leute quasi foltern und töten. Und man sieht hier zum Beispiel auch, wie diese Leute überhaupt zu dieser Organisation hingeführt werden. Die werden nämlich betäubt in so Kisten, werden dann da hingebracht an diesen Drehort und da dürfen sie dann dementsprechend drehen. Und wenn es wieder zurückgeht, dann ist das eine ähnliche Art und Weise, die dann wieder zurückführt. Ne? Also so, dass selbst die Täter irgendwie eine gewisse Anonymität beibehalten und sowohl die Täter als auch die Produzenten, sage ich jetzt mal, voneinander nicht unbedingt viel wirklich wissen. Also es ist wirklich krass,
was hier drin abgeht. Also wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, was ich hier alles so zeigen darf. Hier haben wir die Hauptorganisatoren des Ganzen, ne, die wir auch immer nur hier mit dieser Maske dementsprechend sehen. Und sie rekrutiert dementsprechend auch neue Künstler, wenn man merkt, so, okay, der ist nicht so angesagt und ja, na, ich habe gesehen, der hat da so Videos und das ist wirklich, wirklich einfach krass. Einfach krass, was hier in diesem Titel so abgeht. Ne? Jetzt werfe ich hier auch nochmal was rein. Also nimmt es mir nicht übel, ich zeige jetzt hier nicht die krassesten Sachen rein. Wer kein Problem hat mit, ja, mit Blut und Gedärm, der möge hier zuschlagen. Also ich bin froh, dass diese sozialkritische Komponente halt eben dahinter ist und dass ich das auch merke, was der Comic mir aussagen möchte, weil da kann ich es dann wirklich für Hartgesottene empfehlen. Ne? Alle anderen bitte einen weiten Bogen darum machen, ne? Wer sich darauf nicht einlassen kann. Aber für jeden, der da Bock drauf hat, einfach mal zu gucken, okay, was passiert hier drin und wie tief sind die menschlichen Abgründe und es ist schon dann auch eine sehr, sehr interessante Sache hier drin. Ne? Genau, ja. Das war meine Review zu Red Room. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und so einen kleinen Einblick da so reingeben können. Ne? Also wie gesagt, absolut berechtigt, aber 18. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ist das ein Comic, der euch interessiert? Lest ihr solche Sachen? Ist euch das egal, ob da eine Botschaft oder Message irgendwie hintersteckt oder eben nicht? Sagt ihr, ja komm, ich gucke mir auch andere Sachen an und Hauptsache, da fließt ordentlich Blut und Gemetzel und so. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder auch ein Abo, das würde mich mega freuen. Und ich wünsche euch damit eine schöne Zeit, habt viel Spaß beim Comic und Manga lesen. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.